Das Vorderrad anheben mit dem Gravelbike. Wie das genau funktioniert, zeigen wir dir jetzt. Hi, mein Name ist Daniel von der Bikeschule Rock My Trail. Und heute geht es um das Thema Gravel-Fahrtechnik und insbesondere darum, wie du an deinem Gravelbike das Vorderrad anhebst. Das kann man grundsätzlich auf zwei Arten machen und wir wollen uns heute Nummer 1 angucken, und zwar, wie hebe ich das Vorderrad meines Gravelbikes an mit einem leichten Trittimpuls. Wofür muss ich überhaupt das Vorderrad meines Gravelbikes anheben? Gerade wenn ihr damit viel im Gelände unterwegs seid, Bordsteinkanten hoch wollt oder wie in unserem Beispiel hier eine kleine Brücke, dann geht es darum, dass man natürlich das Vorderrad irgendwie entlasten muss, im besten Fall sogar anhebt, um dieses Hindernis hochzukommen. Man kann diesen Trittimpuls, den man gibt, um das Vorderrad anzuheben beim Gravelbike, so ein bisschen mit so einem Wheelie-Impuls vergleichen. Das heißt, wir gehen tief, haben einen leichten Gang, geben einen Tritt, verlagern es dabei leicht nach hinten. Wir sollten auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir einen Finger an der Hinterradbremse haben, setzen das Vorderrad ab und schaffen auf diese Weise das Vorderrad auf das Hindernis oder auf die Brücke in diesem Fall draufzusetzen. Ich kann diesen Mechanismus aber auch wählen, wenn ich über Bäume fahren will. Gerade dann, wenn das Ganze relativ langsam ist, macht diese Technik auf jeden Fall Sinn. Denn dadurch kann ich selbst aus wenig Geschwindigkeit relativ hohe Hindernisse überwinden. Mit der Blickführung ist es so, dass ihr auf das Hindernis drauf zufahrt, die Kante oder das Hindernis anvisiert und wenn ihr den Trittimpuls gegeben habt, bereits etwas weiter hinter die Kante der Brücke, in unserem Fall jetzt hier, schaut. Diese Technik mit dem starken Trittimpuls ist vor allem etwas, was aus dem Sitzen funktioniert. Das heißt, wenn wir den starken Trittimpuls geben, den ich vor allem mit meinem starken rechten Bein auslöse, sitze ich auf dem Sattel. Nun geht es im nächsten Schritt natürlich darum, das Hinterrad anzuheben. Das wollen wir aber gerne in einem anderen Grundlagenvideo mit euch klären. Die Technik mit dem leichten Trittimpuls, mit dem leichten Wheelie-Impuls hilft euch also immer genau dann, wenn ihr euer Vorderrad anheben wollt, aber relativ langsam unterwegs. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, dass ihr so auch hohe Hindernisse hochkommt. Gerade wenn die Hindernisse etwas höher werden, ist der Wheelie-Trittimpuls, das Anheben des Vorderrads mit einem leichten Kick und gleichzeitiger Körpergewichtsverlagerung, sehr, sehr hilfreich. So komme ich selbst hohe Hindernisse mit meinem Gravelbike hinauf. Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit, gerade wenn ich aus mehr Geschwindigkeit komme, dass ich das Vorderrad mit einem anderen Impuls anhebe. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch aber im nächsten Video. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß auf euren Gravel-Touren, auf den Trails und beim Überwinden von Hindernissen. Wir sagen bis bald im Wald und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Oh, jetzt hatte ich eine Sache fast ganz vergessen. Und zwar, wenn du mehr zum Thema Gravel-Fahrtechnik erfahren willst, kannst du uns auch gerne in einem unserer Gravel-Fahrtechnik-Kurse besuchen. Da erklären wir dir nochmal Schritt für Schritt, was beim Graveln wichtig ist und wie du die einzelnen Übungen gut hinbekommst. Die Termine dafür und alle weiteren Infos findest du im Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick doch gerne hier oben mal auf Abonnieren. Dann bekommst du die nächsten Videos direkt angezeigt. Wenn du weiterschauen willst, haben wir hier noch zwei Videoempfehlungen für dich, die auf jeden Fall interessant sein könnten, wenn du dich für das Thema Gravel, Mountainbike oder E-Mountainbike interessierst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit deinem Gravelbike und sag bis bald auf dem Trail. Mach's gut!